Beim Coburger Wintermarathon umrundeten wir auf schönen Wegen Coburg. Ich startete diesmal über 3 Stunden vor dem Feld, sodass ich erst gegen Ende des Laufs von den schnelleren Läufern eingeholt wurde. Ja, es ist kurz nach 7:30 Uhr morgen. Ich sitze gerade noch im Auto und werde jetzt in Kürze loslaufen. Es ist jetzt 6:38 Uhr und ich starte nun. Jetzt ist es 7:30 Uhr und es wird langsam hell. Hier bläst wenigstens der Wind nicht so schlimm. Jetzt ist es gleich 10 Uhr. Da startet dann das Hauptfeld. Mal schauen, wann mich die ersten einholen. Ich denke so bei Kilometer 30 wahrscheinlich. Habe ich gerade einen kleinen Umweg gemacht und noch schnell die Buchtleite, einen Berg bei Pikander eingesammelt. Ein Halbmarathon habe ich nun geschafft. Kurze Rast, wieder mal ein bisschen was essen. So, hier mein erster VP. Geschafft. Höchster Punkt des Marathons erreicht. Also hier gibt es ein ganz spezielles Obstwässerchen. Ja genau, frisch aus Südtirol importiert. Gut, seht ihr aus. Den Abschnitt genieße ich immer, weil es so ein schöner Wald ist. Musik.
Servus. Servus, grüß dich. Alles gut? Ja, war ich auch. Da bringe ich jetzt mal einen Schluck. Sieht die aus? Ja. Noch ein paar hundert Meter, dann bin ich im Ziel. Nach gut 8 Stunden. Ging halt schön gemütlich. So, nach 8 Stunden geschafft.